Tolle Stimmung im Karl-Liebknecht-Stadion beim Heimspiel der Turbine Potsdam gegen den SC Freiburg. Beide Mannschaften nicht so optimal in die Saison gestartet. Freiburg 4 Punkte auf dem Konto, Potsdam 6. Die Gastgeberinnen mit Sala Merschnick zwischen den Pfosten. Ersatzkeeperin heute für die verletzte Vanessa Fischer mit dabei. Insgesamt beide Mannschaften mit großen Verletzungssorgen aktuell. Trotzdem entwickelte sich eine mitreißende Partie. 3. Minute. Kopfball Knack, Tor Knack, Rebecca Knack mit dem 1:0 für den SC Freiburg. Die Kapitänin und Innenverteidigerin aufgerückt für diesen Freistoß und mit einem perfekten Kopfstoß zur Führung. Es ging Schlag auf Schlag in der Anfangsphase. Jetzt die andere Seite. Turbine Potsdam mit Praschnika. Toller Ball für Anna Gaspar. Die vorbei an der rauslaufenden Merle Frohms, aber nicht zum Ausgleich. Super gespielt, da kommt sie hier ein bisschen ins Straucheln und deswegen nur der Pfosten und nicht der Ausgleich. Wieder nur 2 Minuten später, diesmal die andere Seite. Fehler im Aufbauspiel von Messiasch, dann kommt Clara Bühl und die ist nicht zu stoppen und die hat einen super Abschluss. 7. Minute, 2:0, SC Freiburg, Clara Bühl. 4 Tore in der Länderspielpause für die deutsche Nationalmannschaft und hier auch gleich mal ein sehr, sehr schönes. Freiburg mit toller Spielanlage in der ersten Spielhälfte. 29. Minute, da bekamen sie ein kleines Geschenk von der unparteiischen Riem Hussein. Müller wird gefault von Agré. Es ist eine 50-50-Entscheidung, den Strafstoß gab's. Wieder die Kapitänin Rebecca Knack und wieder macht sie ihn rein. 3:0 nach einer halben Stunde. Die Reaktion der Turbine aber toll. Noch vor dem Anstoß nach diesem Treffer sammelten sie sich auf dem Spielfeld und motivierten sie sich gegenseitig nochmal. Pushten sich nach vorne, um den Rest der Partie besser zu gestalten. Hatten dann Pech, ein paar Augenblicke später hätten auch einen Strafstoß kriegen können. Den gab es aber nicht von Riem Hussein. Dementsprechend war Matthias Rudolph, der Potsdamer Coach, zur Halbzeitpause ein bisschen angefressen und monierte bei der 4. Offiziellen Katharina Kruse. Die 2. 45 Minuten, 1 Stunde gespielt und Potsdam im Vorwärtsgang. Super Ball von Messiasch in den Lauf von Praschnika und die eiskalt zum 1:3. Ein kleines Fünkchen Hoffnung in der 60. Minute durch das 5. Saisontor der slowenischen Nationalspielerin Lara Praschnika. Super Vorlage der Polin Messiasch. Potsdam jetzt on fire. Die wollten direkt nachlegen. Nur 2 Minuten später. Die in der ersten Halbzeit eingewechselte Siems wird zu Boden gebracht von Greta Stegemann. Wieder eine harte Entscheidung. Aber es gab wieder den Strafstoß auf dieser Seite des Spielfeldes. Diesmal für die Turbine Potsdam. Anna Gaspar, die deutsche Nationalspielerin, eiskalt. Merle Frohms hatte zwar die Ecke geahnt, aber konnte diesen Ball nicht halten. 2:3, 62. Minute. Dann wieder Freiburg mit den eingewechselten Naomoto und Verena wieder. Was für ein schönes Tor in der 69. Minute zur 4:2 Führung für die Gäste aus Baden. Wunderbar reingeschlenzt. Wer dachte, Turbine Potsdam wäre jetzt der Stecker gezogen, der irrte. Die kamen nämlich nochmal richtig rein. Fehler hier von Kirchberger und dann Nina Ehegötz mit einem tollen Tor in der 80. Minute zum erneuten Anschlusstreffer, zum 3:4. Für Turbine Potsdam. Super gemacht von Nina Ehegötz. Potsdam jetzt angetrieben vom Publikum und auch die eigene Moral. Eine Riesenrolle hier in dieser Szene. Anna Gaspar, das 4:4. Es darf ja nicht wahr sein. 83. Minute. Die gleichen hier tatsächlich aus. Die eingewechselte Weidauer hier mit dem Pressschlag. Und der war so wichtig, denn deswegen landet der bei Anna Gaspar. Die spielte heute mit Benderis und machte hier den Ausgleich. Potsdam warf jetzt alles nach vorne und Freiburg konterte. Nachspielzeit schon. Wieder Rebecca Knack, die Kapitänin. Es darf doch alles nicht wahr sein. 5:4 in der 92. Minute. Der SC Freiburg gewinnt in Potsdam und darf die über 800 Kilometer Heimreise mit 3 Punkten im Gepäck antreten. Gratulation. Aber auch Gratulation für diese tolle Moral der Turbine Potsdam. Eine unglückliche Niederlage in diesem wahnsinnigen Spiel. Top-Spiele der Allianz Frauen-Bundesliga live bei Magenta Sport.